Moin, ich bin's wieder, Valentin. Ich habe heute von der Left Hand Brewing Company aus Amerika einen Mixer dabei, ist tatsächlich das Mixer Nitro. Bevor ich hier groß rumschnacke, zeige ich euch einfach mal, wie sich das Bier schön anschenkt, denn darum geht es ja beim Mixer Nitro. Ich habe extra einen Stoutless dabei, damit es schön feinperlig ist. Dieses Stoutless wurde entwickelt mit Left Hand Brewing für dieses Bier. Es steht tatsächlich drauf, hart einschenken, deswegen habe ich es getan. Man sieht dieses Feinperlige, was richtig schön durchkommt. Das Stoutglas hat eben diesen runden Körper, damit sich der Schaum gut entwickelt und die Röstnoten vom Bier rauskommen. Ich rieche jetzt einfach mal dran. Es hat eine schöne Kaffeenote und mit seinen 25 IBU verspricht es keine bittere, die trotzdem, wie ich finde, gut rauskommt. Es ist ein Easy Stout mit nur 6%. Jetzt probiere ich es aber erstmal, bevor ich noch weiter darüber rede. Es ist echt super easy zu trinken durch diesen Stickstoff, der echt weich im Geschmack ist. Es hat eine anständige, kräftige Cafeneo-Note, die sich auf der ganzen Zunge verteilt. Aber durch den Schokomalz und den Hafermalz, der benutzt wurde, hat es eine anständige Schokoladennote. Es ist ein super Start, immer wieder gut zu trinken. Und vielleicht trinkt ihr selber mal und postet unten, was ihr davon haltet. Ciao.